Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die älteren Jahrgänge mögen sich sicher noch an Kaffeeersatz erinnern, wo man aus gerösteten und gemahlenen Zichorienwurzeln zubereitet und vor allem während dem Krieg auch bei uns viel getrunken hat. Ein botanischer Verwandter von dieser Wurzelzichorie möchten wir Ihnen das mal bei uns im Frühschmerzstudio ein bisschen näher vorstellen. Es ist der Chicorée, besser bekannt als Brüsseler und in unseren Läden zurzeit besonders günstig erhältlich. Dass der Chicorée mehr wie nur einfach ein bleicher Salat ist und dass sich das leicht bittere und dekorative Gemüse auf überraschende Art zubereiten lässt, das zeigt Ihnen dann ein bisschen später unser Studiogast, Armin Amrain. Grüezi miteinander. Überraschend ist auch der Anbau vom Chicorée oder eben vom Brüsseler. Trotz dem Namen kommt er aber nur noch zum Teil aus Belgien. Weitere Herkunftsländer sind Frankreich und Holland. Und rund 20% von unserem Bedarf wird in der Schweiz selber hergestellt. Das Team vom GOB-Studio ist nach Thierrain im Wattland auf dem Hof von Jean-Louis Pasch schauen, was mit den Zichorienwurzeln, die im letzten Herbst auf den Feldern ausgegraben worden sind, der Winter durch passiert. Im Kühlraum mit idealer Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird der Bedarf für eine Tagesproduktion abgeholt. Dann werden die Wurzeln dicht aneinander in grosse Holzkästen mit zirkulierendem Wasser gestellt. Düngen muss man übrigens nicht. Die Pflanze ernährt sich selber aus den Nährstoffen der Wurzeln. Und auch Licht braucht es zum Austreiben der Zapfen keins. Alles spielt sich ganz im Dunkeln ab, weil sonst würden nämlich Blätter grün werden. Weil man möglichst jeden Tag frische Brüsseler ernten will, werden laufend neue Wurzeln eingestellt. Da sieht man schön, wie die Blätter stufenweise wachsen, bis es nach 21 Tagen so weit ist und man die ausgewachsenen festen Zapfen ernten kann. Wägen und in die typischen 500 Gramm Beutel abpacken. Wie schon am Anfang erwähnt, ist Brüsseler nicht nur ein interessantes, sondern auch ein vielseitiges Gemüse. Und unser Gast, der Armin Amrain, kennt sicher mehr als nur ein Rezept. In der Deutschschweiz ist er natürlich in erster Linie als schmackhafter Wintersalat beliebt, aber auch als Auflauf mit Käse und Schinken, als Suppe oder Brötlet. Zum Beispiel im Wok wird der Brüsseler immer beliebter. Und so ein Rezept, nämlich Brüsseler im Wok zubereitet, möchten wir Ihnen das mal vorstellen. Naturaplan Spaghetti mit der Schale von einer halben Zitrone al dente kochen. Abgießen, kalt abspülen. Olivenöl und Brotbutter im Wok erhitzen. Wer keinen Wok hat, kann für das Rezept auch einfach eine grosse Pfanne nehmen. Richtig, wir machen hier ja ein Rezept für alle. Frühlingszwiebeln mit samtem Grün 5 Minuten braten. Brüsseler dazugeben und 2-3 Minuten mitbraten. Gemüsebouillon dazugießen und aufkochen. Presste Knoblauch, Estragon und einen Esslöffel Zitronensaft beifügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt Ankenflöckchen portionenweise über das Gemüse verteilen. Aber nicht mehr kochen und sofort mit den Teigwaren mischen. Das letzte Ricotta über das Gericht verteilen und alles schön garnieren. Und ich habe auch noch einen Tipp. Zu dem Brüsseler mit Spaghetti passt auch sehr gut Feta oder ein anderer Frischkäse dazu. Weitere Rezepte mit Brüsseler finden Sie übrigens auch im Buch «Köstliches aus Topf, Wok und Pfanne» von Betty Bossi, wo Sie mit dem Coupon aus der Beilage der GOB-Zeitung von dieser Woche bestellen können. Wie immer an dieser Stelle jetzt noch ein paar Tipps zum Sparen. Die Rocco-Orange aus Sizilien im 2-Kilo-Netz kostet 3,20 €. Und gekackte Tomaten Roma im 6er-Pack kommen Sie für 4 Franken über. Mit der GoProfit-Karte gibt es französische Freilandeier für 1,75 €. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen und sofort profitieren. Das war es für heute aus dem GoProfit Frischmärz-Studio. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.